So, guten Morgen, willkommen zurück zu Deus Ex 1. Wir machen hier gleich irgendwo weiter. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß wirklich nicht mehr wo. Weil das letzte Aufnahme noch gar nicht so lange her. Lädst du auch, oder? Bin ich... Achso, richtig. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin erstmal hier. So. Gut, den langen Robot. War ich denn überhaupt schon? Schnauze da oben. Ich gehe einfach mal da lang. Ich weiß schon nicht, was ich tue. Keine Sorge. Das ist erschreckend wahr. So, hier sind Ratten. Wieso sind die im Spiel so viele? You are beneath the Nanotech Lab. Danke für diese ausführliche Information. Was ist das denn? Das ist keine Ratte, das ist größer. Das ist ein Tiergadaver. Danke für diese ausführliche Information. Das ist vielleicht ein bisschen unklug. Ah, das sind keine Feinde. Sounds like a target-site mismatch. The sequence came straight out of VersaLife software. Did you double-check the endonuclease? I've seen the tethering fail completely in vivo. The damn program should just work. Cytoplasm isn't exactly a new tactic environment. Certain operations just fail. So. How are we supposed to reconfigure an entire immune system? Okay, let's do the paperwork on this one. Hat er mich gesehen? Das ist der scheiß Stuhl im Weg. Ich will mich nicht setzen. The sequence came straight out of VersaLife software. Did you double check the endonuclease? I've seen the tethering fail completely in vivo. The damn program should just work. Cytoplasm isn't exactly a eutactic environment. Certain operation. Ja, da kommt einfach mal reingestürmt und. That's him. Was ich? Das ist nicht gefälligst richtig Elektroschock. Alles gut. Hat auch wunderbar funktioniert. Fast schon gut. Na, kommt noch einer, na großartig. Watch yourself. This one's some kind of mech. Richtig toll. Ich bin vergast, oder? Geh, leg dich schlafen. Toll, die wollen mich vergasen hier. Ich will den Schlagstock nicht mitnehmen. Machen wir mal zu hier, so. Oh! Kinder draußen jetzt richtig viel Spaß, nachdem ich das aufgemacht habe? Eher nicht so, okay. Die wollen keinen Spaß haben, aber ich möchte das da haben. Wo ist denn mein Zettel mit dem Passcode, den ich aufgeschrieben habe? Ist da was dabei, dass es brauchbar wäre vielleicht? Computer sagt nein. So, die Viecher haben wir draußen vielleicht den Spaß. Ich kann ja nicht mehr Medikits tragen. Ah. Ich benutze einfach mal eins, dann geht das schon. So, wieder ein Bild erhalten. Walter Simmons. Großartig. Hat sich voll gelohnt. Ein Buch. Labornotizen. Sonntags 12.04. Alle LabNet-Accounts deaktiviert. Angeblich hat er versucht, das Silhouette in das Netzwerk einzudringen. Alle Sicherheitssysteme werden derzeit geprüft. Bis zur Reaktivierung des Systems erstelle ich meine Labornotizen handschriftlich. Unser Griesel reagiert auf das Laborpersonal zunehmend aggressiv. Ich habe Dr. Wern informiert, der die Succinylcholin-Dosis daraufhin von 15 auf 32 cc erhöht hat. Alle LabNet-Accounts und Sicherheitsdienst ab Freitag sind laut Sicherheitsdienst ab Freitag wieder aktiv. Mein neues Login lautet Demore Passport Raptor. Dr. Cairns war wieder Geisterwesen. Er hat bei der Behandlung der Riesels vergessen, einen Schutzanzug anzuziehen. Daraufhin hat er das Riesel ins Gesicht gespuckt. Wir haben nun die einzigartige Möglichkeit, die toxische Wirkung auf das menschliche Nervensystem bzw. die Konditionsvermögen und die Sehschärfe zu erforschen. Das Passwort schreibe ich mir mal auf. Hm?
Perfekt. Das hilft mir bestimmt ganz toll viel weiter. Betäubungspfeile brauche ich. Anbeifen die gewünschte Operationsbericht des Griesens. Machen die da draußen Party? Nee. Das ist jetzt kein Schwein, dass die da rumrennen. Toll. Toll. Hat sich fast schon gelohnt. Käfig geöffnet, Einladungsfeld geöffnet. E-Mail, biologische Ausbildung. Dr. Moray, yeah, ich muss sie nochmals auf. Früher morgen. Ich muss sie nochmals dazu auffordern, die Ergebnisse der Studie über toxische Wirkung des Dieselgiftes auf die neurologischen Kakianer-Kulturen, die ich Ihnen kürzlich zur Verfügung gestellt habe, mitzuteilen. Da ich Ihre Ergebnisse benötige, um eine biologische Ausbildung abschließen zu können, die von Ihnen verschuldete Verzögerung können als angeles Interesse für unsere Forschungsziele repetiert werden. Was ist denn jetzt Musik hier? Geht ja voll ab. Naja, ich komme nicht ran, bekomme ich? Für ein Implantatmodul habe ich immer Platz. Habe ich das nicht schon benutzt? Moment, was? Ja, offensichtlich nicht. Ballistikpanzer, nee. Ja, legen wir mal ein bisschen Scheiße ab, die kein Schwein braucht. So, das war die. Was ist das denn? Spionagedrohne. Viel interessant, muss ich nur noch in meinen Körper reinquetschen, irgendwie. Stecken wir das einfach mal in den Kopf rein. Ist ja nichts Wichtiges drin. Bisschen Gemüse ist da drin, aber ich weiß auch nicht, wie das da hinkommt. So, Ratte. Essen wir die mal? Ne, Moment, falsches Spiel. Man kann hier keine Ratten aussaugen. Das war ein anderes Spiel. Ich habe meine Gordon Freeman Gedächtnisbrechstange. Was haben wir hier noch so? Oh, hier bin ich bei den Griesen. Vielleicht will ich hier nicht lang laufen. Bin mir nicht sicher, will ich hier wirklich lang laufen? Ich wirklich bei einem Langlauf teilnehme. Hallo. Ja, es greift mich an. My goodness. Yeah. Jetzt überspringen wir mal kurz. Ich möchte mich gleich wieder laden. Ich möchte nicht da raus. Ich weiß gar nicht warum, aber aus irgendeinem Grund möchte ich nicht aus dieser Pforte. Genau kann ich mir das auch nicht erklären, aber... Ja, scheiße ist, ne? Stirbst du auch mal? Oh, sind es zwei. Perfekt. Oh, jetzt haben sie mich natürlich getroffen. Alter, die Viecher halten gut was aus. Aber wirklich gut. Kann man die schocken? Allein schon nach nicht. Ich hätte ihn nicht rauslassen sollen. Gehen wir eben ein bisschen. Nein, der wollte doch mit mir reden. Oh, leck mich. My goodness. Oh. Mr. Denton, did you escape? Yeah. How do you know who I am? I'm a prisoner too. And I say your name every day. I have cells from your body and culture. Your brothers too. My brother? Is he nearby? They have the cadaver in the medical area. Agent Denton, believe me, I share your loss. Did you know Paul? Only from his disuse. The guards want me to figure out why your bodies tolerate the nanites. A damn hard question, I'm sorry to say.
Do me a favor, play dumb. They know enough already. I try. Oh, how I try. Maybe you can slip out when I open the main doors. I've already been shot once, thank you. But good luck. The only code I can give you is 0199. That's to the medical area. Maybe you'd like to see your brother. I would. Thank you very much. I just came from the medical area. It's down the hall. Ich weiche den Viechern mal lieber aus. Die machen hier gerade Randale. Ich hoffe, die anderen Doktoren haben mir nichts Wichtiges zu sagen. Das wäre das dezent scheiße. Geräusch gel... Ist ja großartig. Och nee, es sind da zwei. Ich eliminiere die besser mal. So hilfreich die auch sein können, ich möchte nicht, dass die mich... Moment, das ist auch. Watch it. He hasn't gone far. Doch, doch, ich bin weg. Where'd he go? This one's some kind of man. In der Überlegung ist das nicht so klug. Hallo, ich hab doch. Wieso funktioniert das manchmal nicht? Ich sollte öfters normal speichern. Bei näherer Überlegung will ich da gar nicht hin. So, ich will nach da, glaube ich. Alles ruhig, kein Ding. Hier ist niemand, der euch schockt und so. Ich gehe in die falsche Richtung. Das ist langsamer. Du musst dich jetzt natürlich. Ach komm schon, jetzt. Warum fallen die manchmal nicht um? Sie haben ihre super Kampfrüstung aktiviert. Ja. Ich mag die Sache hier nicht. Ich mag diesen Ort hier nicht. Die laufen so scheiße. Ich werde sie trotzdem alle kriegen. Ich bin praktisch lautloser Schatten. Ja, genau. Ist das ein Wachhund? Das ist ein Wachhund. Und ich komme hier nicht rein, weil er eine Glasscheibe ist. Genau tut dieser Wachhund, nämlich er beißt nicht. Kommst du mal her? Ich lade mal kurz nach. Definitely somebody. Nein, das ist nur ein betrunkener Wachhund. Ach, leck mich doch! Der betrunkene Wachhund, na. That was one tough SOB. Hey, stop right there. Hallo, ich. Ich glaube, es hackt leicht. Ja, hallo, lad mal nach. So. Oh, ich hätte auch anders reingekonnt. Naja, jetzt ist es zu spät. So, was haben wir da noch? So Munition, die ich nicht brauche. Trunkene Wachhunde. Soll das so sein oder ist die KI einfach nur scheiße? Die Kamera mal aus, die Kamera machst du auch mal aus und die auch aus. Geschütze mal auf. Auf Feinde, alles klar. Sie schießt nicht, wenn ich auf Feinde stelle. Dann schießt aber mal auf alles, komm. Achso. Jetzt funktioniert der Hund. Wie schocke ich den? Gar nicht.
Doch, dann läuft der einfach nur. Ach so, ich habe den anderen auch schon geschockt. Bleibt das jetzt so oder ist das nur so vorübergehend? Ja, werden wir schon merken. Ich glaube, es bleibt so. Hunde. So. Mit Delfinen wäre das nicht passiert. Kann ich aus Erfahrung dazu sagen. Ich habe nicht mehr viel Elektroschock. Hey, stop right there! Nein. Heute nicht. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, irgendwelche Befehle zu befolgen. So. I will not provide the exit code at this time. Go to the medical area. Tracer Tone requires Paul Denson's data vault. Soll ich seine Daten mal in den Arsch stecken? So. Achso, das ist. Den habe ich ja schon. Attention. Hier war ich schon, oder? Ja, hier geht's zum Roboter. Dingenskirchen, wo meine Freunde warten. Genau, ich kann mich genau erinnern. Als wenn es erst letzte Aufnahme gewesen wäre. Was nicht viel heißt, denn die letzte Aufnahme kann auch theoretisch schon 2 Jahre her sein. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt noch lohnt, da. Moment, ich habe hier noch einen Zugangscode für irgendwas. Im Moment, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Code hier für was ist. Wo lande ich hier? Ach, dann lande ich wieder hier. Offensichtlich erkennt die Kiste, das Geschütz die Kiste als Feind. Warum auch immer sie das tut. Soll mal weiterballern. Weitermachen. Keine Ahnung, warum das tut, aber es ist nun mal so. I just came from the medical area. It's down the hall. Ja, einfach den Gang runter. Und ich habe noch 2 Schocks. Bekomme ich noch einen Typen down. Das ist so minimal ungünstig. Warum ist die feindlich? So, die Büroangestellten sind doch normal immer Freunde. Ich stelle mich einfach in die Tür. Und stelle dann fest, dass ich jetzt ein Problem habe. Okay. Ich habe wieder ein Ladegerät bekommen. Sehr gut, einfach mal die Sekretärin töten. Vermisst eh keiner. Hey, find somewhere else to hide. We don't want any trouble with the troops. Verstecken. Ich laufe hier offen auf den Gängen rum, der labert irgendwas von Verstecken. Projekt Dibok, nur für Domination SF 5F. Das Ziel vom Projekt Dibok, ein Langstreckenrotorflugzeug zu entwickeln, wurde mit dem Bau des SH-187 Tankrampenhelikopters erreicht. Die Modellreihe SH-187 verfügt über einen revolutionären und leistungsstarken Ethanolantrieb. Der SH-187 hat eine Reichweite von mehr als 9000 Meilen, abhängig von den atmosphärischen Bedingungen, und verfügt über eine hochmoderne Tankkappentechnologie, die etwa 97% des nicht sichtbaren elektromagnetischen Spektrums abdeckt. Das SH-187 wird vor allem bei Überwachung und Bergungsoperationen eingesetzt. Da es sich das halb überwiegend über Feindgebiet bewegt, ist er mit einem ferngesteuerten Deaktivierungssystem zur Abschaltung und alle Flugleitsysteme ausgeschaltet. Im Notfall ist auf diesem Weg auch die Zerstörung des SH-187 möglich. Ich habe auch eine Kappe, aber die tarnt mich nicht. Wow, so viele E-Mails. Die Frau muss ja echt in Arbeit schwimmen. So, ich habe... Oh, einen. Ach so, ist ein Schlagstoff. Datenkubus. Captain Hernandez. Wir sichern also alle Netzwerksicherheitssysteme, uns vor nicht autorisierten Systemzugriffen oder vor Virenangriffen zu schützen. Bis auf Abschluss dieser Maßnahmen werden alle Sicherheitskopien über ein temporäres System angesprochen.